Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ihr seht hier schon ein bisschen vor, ihr baut. Ich wollte mal nur schnell ein Lebenszeichen von mir geben und euch sagen, ich mache jetzt gleich die Videos dazu und auch sagen, warum jetzt die Tage nicht kamen. Ja, einige haben es ja schon mitgekriegt, ich hatte mit dem Rücken, ja, und jetzt halt mit dem Finger. Und ist genau der gleiche Finger, wenn er alte Videos von mir guckt, ist es genau der gleiche Finger. Es ist wieder das gleiche, es ist wieder durch Chlor eine Entzündung im Finger. Diesmal war es aber, ich zeige es euch mal an dem, jetzt nicht nur hier, das war am Anfang hier, dann wollte ich zum Chirurgen wieder einen Schnippschnapp machen, dann ist es erleichtert und dann heilt es schneller. Aber das war dann weg und dann bin ich nicht zum Chirurgen gegangen und am späten Nachmittag hat es dann angefangen, dann hier so langsam rot zu werden, dick zu werden und dann ist es im Laufe des Abends rumgegangen, ja, und dann wartet dann auf der Seite. Also praktisch immer so kreisrum. Und da geht es jetzt nicht so schnell weg, es ist auch dicke Schwollen und Eiter drin und bäh und lila, rot, lila, vielleicht Anfang vom dunklen Blau hat das alles jetzt rings darum da. Ja, ich hatte auch vorgestern hatte ich versucht zu zocken. Das ging auch relativ, wenn ich mir den Controller so auf den Oberschenkel packe und so, aber Reaktionszeit ist hiermit jetzt nur nicht so schnell zu machen. Aber es wird auf jeden Fall jetzt die Tage schon besser, merke ich schon. Und ich denke mal, zum Wochenende werden auch wieder regelmäßig Videos kommen. Naja, nicht dieses jetzt. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun die Woche. War halt viel zu lesen. Ich habe jetzt hier noch ein mega Odin was shoppen, was ihr hier seht. Dann kommt im Kinderkanal demnächst noch ein Video. Da habe ich wieder was Schönes geholt. Und hier kommt auch gleich noch ein Vor-Unboxing und ein Vergleichsvideo, was hier drin ist. Das ist ein Paket von Dampfplanet. Hier habe ich auch noch ein Päckchen gekriegt von Vita Sticks. Die werde ich mit meiner Freundin gleich testen und mal dampfen und mal gucken, wie es ist. Ja, also wie gesagt, einiges, was ich noch zu tun habe hier, die Plato. Da kommt auch noch ein Unboxing und da werde ich diesmal ein Review-Video machen. Ich warte gerade noch drauf, dass ich noch einen Coil kriege, der darin kommt, weil der Sub-Oben-Coil bei mir defekt war. Aber den normalen teste ich auf jeden Fall gerade. Und ja, also es kommt noch einiges. Wo ich sagen muss, das Dampfzeug bleibt bis zum 20. März, Januar, Februar, März, April, Mai, März und Mai, verwechsel die immer. Bis zum 20. Mai bleibt es drinnen und einen Tag oder zwei Tage vor dem 20. Mai werde ich fast alles, was mit Dampfen zu tun hat, erstmal auf privat stellen. Also Klebemeiser, Akkuträger, sowas werde ich dann erstmal auf privat stellen. Und erstmal gucken, wie sich die Lage jetzt verhält im Weiteren, da ja, ja ein Verbot dafür in Kraft treten wird. Ob es reicht, wenn ich die Videos auf 18 mache, laut ja, TBD2 nicht, weil es ist ja trotzdem Werbung. Auch wenn die ab 18 geschaltet ist, ich mache in dem Augenblick Werbung und werde halt verboten. Aber man lotet ja noch aus, was man machen kann. Vielleicht ist das mit der Klage vom IDEG bis dahin soweit, dass unser Interessenverband da Klage ging oder dass einige Leute Klage eingereicht haben gegen die TPD2 und das Werbeverbot und die ganze Scheiße. Weil ich habe ja schon mit einigen von euch privat geschrieben und alle sagen das Gleiche. Ja, woher wissen wir denn, wenn was Neues kommt? Woher wissen wir, wie sie sind, wie sie aussehen, dass man sie vorher schon mal sieht? Das ist alles verboten. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Odin war shoppen, dann hier noch ein Unboxing und ein Dampftest und hast nicht gesehen. Das war jetzt erstmal nur das Infovideo, das wird natürlich als erstes kommen. Ich bin erstmal weg. Sieht jetzt scheiße aus. Ahoi, sagt euer Odin.